Hallo und herzlich willkommen zurück bei uns. Ich bin Sandy und heute wieder Horse Riding Tales. Ich glaube, es hat noch nie irgendeine Anführungszeichen Umfrage von mir die Community so gespaltet wie meine Frage, ob wir Celestia stehen lassen sollen, also auf Level 1 und sie einfach so immer mal wieder reiten, ob ich sie trainieren soll, dass sie ist wie Luna oder ob wir sie mit Äpfel füttern, wobei ich befürchte, Leute, ich habe nur 6800, dass wir dann ein Problem bekommen, wenn wir drei Leute vor allen Dingen, drei Pferde immer hochleveln. Das ist bei zwei ja schon problematisch. Und jetzt bist du eingesperrt, du kleines Mäuschen. Da kommst du nicht wieder raus, da kommst du nicht wieder raus, da kommst du nicht wieder raus. Doch, wir können ja fliegen, Leute, alles gut. Ich mach's jetzt so, Leute. Ich mache jetzt hier in diesem Video im i eine Umfrage. Und dann gucken wir mal, was ihr sagt. Und dann muss ich mal gucken, was ich will. Und dann entscheiden wir uns einfach im nächsten Video. Ich war mir immer noch nicht so sicher, welche Tag ich haben möchte für die kleine Maus, weil irgendwie ist falscher Knopf. irgendwie passt alles nicht so 100%. Die nächste ist braun. Ich befürchte, die gefällt mir auch nicht für sie. Die vielleicht. Auf Level 32, Leute. Wie ist es denn eigentlich bei den Flugstunden? Weil ich bin ja noch nicht so weit. Bei den Flugstunden brauchen wir da Training mit Äpfeln oder brauchen wir da Training, gar kein Training oder wie sieht es aus? Brauchen wir da Äpfeltraining? Weil dann wird es vermutlich Sinn machen. Ich weiß aber nicht, ob wir es irgendwie schaffen. Leute, das ist mega, das müssen wir ihr geben. Bei 32, oh, das ist auch 32. Wie viel gibt es denn bei 32? Ach so, nur zwei. Leute, bei 32 gibt es zwei, ihr wisst Bescheid. Ihr wisst Bescheid, aber Rainbow, oh mein Gott. Oh mein Gott, es passt perfekt. Das brauchen wir, Leute, im Leben. Da muss ich wahrscheinlich noch ein bisschen mehr farmen, weil so viel Zeug habe ich im Moment tatsächlich gar nicht. Aber, oh nein, wisst ihr was? Wisst ihr was? Mir fällt gerade auf. Das lösen wir jetzt sofort auf, weil ich kann es nicht mehr erwarten. Wir haben in der letzten Folge im Cross Country Platz 22, glaube ich, abgeschnitten. Ich glaube, es war Platz 22, Leute. Und es waren, glaube ich, noch 8 Stunden Zeit, bis die Gewinner ausgelost wurden. Ich glaube, besser wird es niemals in unserem Leben, Leute. Deswegen, oh Gott, ich habe Angst. Oh Gott. Platz 27! Oh mein Gott, es haben uns tatsächlich noch 5 Leute überholt. Aber Leute, wir haben es geschafft. Wir sind unter den besten 30, Leute. Ihr wisst, was das bedeutet. Ihr wisst, was das bedeutet. Ich habe es geschafft. Ich hätte, Leute, ich sag's euch, wie es ist. Ich hätte nicht mehr gedacht, dass ich es schaffe, weil ich habe einfach so oft so hart reingeschissen. Und jetzt ist es soweit, Leute. Seid ihr bereit? Seid ihr bereit für unseren neuen Look? Für unseren neuen Look? Von der Chloe. Ich weiß nicht, ob ich bereit bin, Leute. Ich freue mich so. Ihr könnt euch das gar nicht vorstellen. Ich habe echt, es war echt hart. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Jetzt müssen wir mal gucken, ob wir vielleicht die Augen, nee, blaue Augen sind schön. Ich habe persönlich keine blauen Augen. Ich habe ja braune Augen. Aber ich finde, für die Chloe passt das ganz gut, Leute. Da sind wir. Oh mein Gott, im neuen Outfit. Und jetzt sehen wir noch besser aus, oder? Jetzt, ich finde, wir sehen jetzt noch besser aus. Mit unseren silbernen Haaren. Es sieht einfach so klasse aus. Jetzt muss ich ganz kurz spicken, welches Pferd. Apple, okay. Apple hat die Ausrüstung drauf. Denn, Leute, wir müssen natürlich jetzt ein bisschen weitermachen. Wir haben Pashima Regal Equestrian Round 3 zu machen. Und davon haben wir 5 zu machen. Ihr wisst Bescheid, ich mache jetzt 2. Im Off mache ich 1. Und im nächsten Video machen wir wieder 2 und schließen somit Pashima Regal Equestrian Round 3 ab. Let's go, Leute. Let's go. Leute, es ist heute, der Tag ist einfach so mega. Für mich ist heute Dienstag, also tatsächlich just in time. Wir haben sogar, seht ihr das? Wir haben sogar so ein kleines keckes Zöpfchen.
dass es von hinten auch gut aussieht, weil meistens sieht es halt einfach dann von hinten nicht so schön aus. Leute, ich bin so mega glücklich. Dieser Tag heute ist einfach mega nice. Ich habe frei. Heute ist Dienstag, also just in time. Ich nehme dieses Video heute auf. Es ist, glaube ich, 22:30. Das Video soll um 13:30 kommen. Ich hoffe, ich schaff's, ihr Süßen. Und heute ist auch der letzte Tag von der Planet Zoo Beta. Und Planet Zoo hat... War es am Sonntag? Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Am Samstag oder am Sonntag nochmal ein Update rausgehauen. Und ich bin leider jetzt nicht bugfrei. Spoiler Alert, Leute. Ich bin nicht bugfrei in Planet Zoo. Aber es läuft sehr, sehr viel besser. Und ich habe jetzt schon den ganzen Morgen Planet Zoo gespielt und habe einfach den Spaß meines Lebens im Moment. Es ist... Und, ne... Jeder, der die Planet Zoo Beta spielt, der keine Bugs oder nicht viel Bugs hatte, hat recht, wenn die sagen, das Spiel ist einfach mega, weil es ist wirklich mega, wenn man keine Bugs hat. Ich war mega krass mit Bugs geplagt, aber heute hat es einfach richtig Spaß gemacht zu spielen. Ich bin natürlich sehr behind, also ich habe natürlich die Erfolge von den anderen nicht, weil ich halt einfach ne, Bugs hatte ohne Ende. Aber es macht jetzt gerade super, super viel Spaß und ich habe jetzt einige Folgen aufgenommen, sodass, glaube ich, bis zum Beta-Start jetzt immer zwei Videos trotzdem pro Woche weiterkommen. Was mich natürlich sehr, 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 sehr freut. Und jetzt logge ich mich in Horse Riding Tales ein und habe das Traumoutfit bekommen. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, Leute, weil es ist einfach mega, mega nice, wenn ihr mir jetzt noch sagt, was wir mit unserer kleinen Celestia machen, dann bin ich wunschlos glücklich, glaube ich. Vor allen Dingen bei uns hat in der Arbeit jetzt die Nebensaison begonnen. Das heißt, ich habe jetzt ein bisschen mehr Zeit wieder und war das jetzt schlecht? Ich bin mir nicht sicher, ich habe ein bisschen früh, glaube ich, losgelassen. Aber es ist super cool, Leute. Jetzt kommt dann die Weihnachtszeit mit Plätzchen backen und sich einkuscheln, WoW spielen, Leute. World of Warcraft ist immer noch einer meiner Lieblingsspiele. Spiele ich fast jeden Tag. Und ja, ich freue mich jetzt. Es ist, also dieser Tag ist super klasse. Perfektes Outfit in Horse Riding Tales bekommen. Planet Zoo funktioniert. Es ist mega. Es ist mega klasse. Wir haben es bis jetzt, glaube ich, nicht schlecht gemacht, oder? Ich hatte... Ich glaube, Rainbow Dash muss ich noch trainieren. Fällt mir gerade auf mit Äpfeln. Weil die Apple, die ist, glaube ich, Level 90 jetzt schon. Ist Rainbow Dash die auch schon Level 19? Oh mein Gott, Leute, wir dürfen das nicht vergessen, sonst machen wir das jetzt absolut komplett umsonst. Und Leute, wer feiert dieses Outfit auch so hart wie ich? Das ist doch das schönste Outfit bis jetzt, oder? Das wir bekommen haben. Ich kann es immer noch nicht fassen, Leute. Wir haben es geschafft. Ich habe wirklich gedacht, ich habe reingeschissen. Und oh mein Gott, es war viel zu viel. Habt ihr das gesehen? Das ging ja fast an die Decke. Oh Gott. Hilfe. Aber wir haben nicht mehr so viele, Leute. Wir haben nicht mehr so viele. Und wir haben noch über die Hälfte. Oh Gott. Oh, wir sind rübergekommen. Das war ein kurzer Schockmoment, Leute. Das war ein kurzer Schockmoment. In meinem privaten Leben ist irgendwie jetzt nichts passiert, außer dass ich jetzt nicht mehr so viel arbeiten muss in der Nebensaison jetzt erstmal. Aber ansonsten ist in meinem Leben nichts passiert. Meine Freundin und ich, die Steffi, also die kennt ihr ja mittlerweile, ne? Mit der ich auf dem Paddy-Konzert war. Wir hatten jetzt überlegt, ob wir zur Comic-Con fahren nach Dortmund. Aber Leute, ihr wisst Bescheid. Ich lebe hier in Bayern, also Steffi natürlich auch, die lebt in der gleichen Stadt, beziehungsweise im gleichen Landkreis wie ich. Und wir hatten jetzt überlegt, ob wir nach Dortmund fahren, zur Comic-Con im Dezember. Aber Leute, das ist so unglaublich teuer, aber... Da kommen so viele coole Stars natürlich. Also fahren würde ich natürlich wegen Nick Carter. Ihr wisst, ich bin großer Backstreet Boys-Fan. Nick Carter hat es mir angetan, seitdem ich 13 bin. Was krass ist, oder 12 war ich. Ich war, glaube ich, 12 und dann wurde ich irgendwie 13. Irgendwie sowas. Es ist auf jeden Fall schon so lange her, dass ich mich nicht mehr wirklich dran erinnern kann, Leute. Und ja, jetzt hatten wir überlegt, ob wir da hinfahren, aber das ist einfach so... unfassbar teuer. Steffi, falls du das siehst, Grüße gehen raus an dich. Was sollen wir machen? Was sollen wir machen? Ich bin hin und her gerissen. Wollen wir dahin? Oder wollen wir Geld sparen? Also ich glaube, wir wollen Geld sparen, aber wir wollen auch... Also ich glaube, die Steffi will gar nicht so wirklich dahin, weil sie ist Kevin-Fan. Ich bin Nick-Fan. Und sie wird, wenn dann, nur wegen mir hinfahren, was einfach, ne, sie ist einfach Beste, Leute. Sie ist Beste. Wie gesagt, Grüße gehen raus. Und
aber ich würde da unglaublich gerne hin, weil Leute, es kommt nicht nur Nick Carter, sondern es kommt auch Ian Somerhalder und Paul Wesley. Ich meine, Leute, was geht ab? Die würde ich mega gern treffen. Ich habe Vampire Diaries geliebt. Geliebt. Ich liebe dieses Outfit übrigens. Yay! Wir haben nur 2 Sterne. Hat's gebuggt oder haben wir wirklich nur 2 Sterne bekommen? Müssen wir mal rausfinden jetzt schnell. Nee, es hat nur gebuggt, Leute. Wir haben 3 Sterne bekommen. Wir sind so schick. Leute, guckt mal. Sind wir nicht die schicksten? Wir hängen im Zaun. Wir hängen schon wieder im Zaun. Was ist denn los bei uns? Wir hängen wieder im Zaun. Natürlich. Wer kennt's nicht? Wir hängen im Zaun. Leute, ich feiere dieses Outfit. Zu krass. Wir müssen aber jetzt weitermachen. Sonst dauert dieses Video 5000 Jahre. Und niemand will ein Video sehen, das 5000 Jahre lang ist. Ich meine, ich kann es mir zumindest nicht vorstellen. So, dann bekommst du, kleines Mäuschen, noch ein Deckchen. Ein Deckchen fürs Mäuschen. Na, du bist also prima. Und dann kommt Dashi dran. Dashi, it's your turn. Du bist dran. Dashi Smashy, wo ist der Saddle? So, jetzt, das haben wir schon. Wir haben schon einen Sattel. Jetzt brauchen wir noch eine Maske. So, dann haben wir ein astreines Outfit. Ja, gut. Dann geht's los. Rainbow Dash, finde dich bitte in der Halle ein. Finde dich bitte in der Halle ein und reite mit der neuen Sandy. Beziehungsweise Chloe heißt sie eigentlich. Oh mein Gott, es ist so schön. Und es macht auch einfach von hinten Mords was her, oder? Ich find's klasse, Leute. Ich find's klasse. Auf jeden Fall sind wir jetzt am Überlegen, was wir machen. Denn die Tickets für die Comic-Con werden langsam knapp. Und wir müssen die jetzt demnächst entweder kaufen oder eben nicht. Und ich habe aber eigentlich das Geld, nicht dahin zu fahren. Das ist mein Problem. Es wäre aber bestimmt das Wochenende meines Lebens. Glaube ich. Also wenn die nicht alle absagen, ne? Weil bei der Comic-Con weiß man nie, da sagen auch viele Leute ab. Aber wenn die tatsächlich alle kommen, dann glaube ich, wäre das so ein krasses Wochenende. Aber dafür letztendlich so viel Geld auszugeben, ist halt auch wieder die Frage. Was würdet ihr machen? Schreibt es mir noch in die Kommentare. Was würdet ihr machen? Würdet ihr zur Comic-Con fahren? Nick Carter, Ian Somerhalder und Paul Wesley treffen? Oder würdet ihr sagen, nee, Sandy, kenn dich mal wieder, Dortmund, da fährst du, wie lang fahren wir eigentlich? 7 Stunden einfach? Und es kostet irgendwie mega krass viel, weil wir müssen ja auch noch ins Hotel und so. Ach Leute, ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich bin auch eure Hilfe. Schreibt mir in die Kommentare, was würdet ihr machen? Ja oder nein? Und ich meine, es haben natürlich alle mega krasses Glück, die im Ruhrpott leben. Oh mein Gott, das war so knapp, Leute. Und die da einfach hinfahren können, so über den Tag oder so. Das wäre natürlich so mega krass, wenn es in München gewesen wäre. Weil wir haben ja auch eine Comic-Con in München. Da war ich vor 2 Jahren, glaube ich. Da kam der Superman kam da und da habe ich auch ein Foto mit ihm gemacht. Seht ihr auf Instagram, Leute. Für mein privates Leben, ihr Süßen, folgt mir auf Instagram. Ich habe auch wieder vor, auf meinem Lifestyle-Kanal Sachen zu posten, da ich ja jetzt wieder weniger arbeite. Aber das dauert noch ein bisschen, ihr Süßen. Das dauert noch ein bisschen, bis da wieder ein Video kommt. Es tut mir leid, es tut mir wirklich leid, dass da schon so lange kein Video mehr kam. Aber ja, es ist einfach wirklich ein großer Aufwand, da immer Videos zu machen. Aber ich will unbedingt, ehrlich gesagt. Aber ich muss mal gucken, ihr Süßen. Aber bis dahin, folgt mir einfach auf Instagram. Ich hoffe, ich habe mein Instagram hier jetzt eingeblendet, meinen privaten. Und da poste ich immer Schwank aus meinem Leben. Wenn euch mein Leben interessiert, mein unglaublich langweiliges Leben, außer wenn ich mal zu den Backstreet Boys oder zu Paddy Kelly fahre, dann, ja, gebt mir ein Follow. Ich würde mich natürlich wahnsinnig freuen. Und jetzt haben wir noch 23. Nein, wir haben nicht noch 23. Was rede ich denn? Sandy, was ist los mit dir? Wir haben noch 27. Jetzt 26. 23 hatten wir schon gemacht. Und ich hätte gesagt, ich reite jetzt alleine weiter. Und dann sehen wir uns im Ziel wieder. Und dann sind wir fast durch. Ich habe bis jetzt keinen Fehler gemacht. Ich habe keinen Fehler gemacht. Ja, Leute, ich habe eine fehlerfreie Leistung gemacht und... Aha.
Das Video läuft heute einfach. Es läuft heute einfach bei uns mega krass, oder? Was sagt ihr? Ich find's, ich feiere es drum. Ich glaube, wir haben auch 3 Sterne bekommen, ehrlich gesagt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir keine 3 Sterne bekommen haben. Dashi hat es wie immer, ja Leute, wir haben astrein 3 Sterne bekommen. Wir haben das gut hinbekommen, glaube ich. Und als letztes gucken wir jetzt nochmal, was im neuen Cross-Country. Meine Namensgenerationen, oh Gott, Leute, was ist jetzt los? Meine Namenskreationen sind legendär, oder? Jetzt gucken wir mal, Special Prize, den haben wir schon, Leute. Den haben wir schon, den Special Prize. Ich hätte gesagt, wir könnten aber trotzdem mitmachen. Oder? Wir könnten eigentlich trotzdem mitmachen, wieder. Schreibt mir mal in die Kommentare. Also ich brauche jetzt nicht öfter mitmachen, Leute, ne? Heute brauchen wir jetzt, hätte ich gesagt, nicht mehr mitmachen. Und wir setzen uns jetzt ganz kurz, Moment, wir haben es gleich. Wir haben es gleich, wir setzen uns auf Celestia, wobei, Leute, wartet mal ganz kurz. Haben wir nicht etwas, was besser zu Celestia passt als dieses? Weil ich hatte ein Thumbnail gemacht und ihr hattet ja bestimmt gesehen, ne? Das ist der Thumbnail und so. Das war ja hier. Aber ich hätte gerne was, was besser... Das passt besser. Warum habe ich denn das nicht genommen? Gleich von Anfang an. Was ist los bei mir? Leute, was ist los bei mir? Das passt doch viel besser. Ja, das ist super schick. Und wir fliegen ohne Sattel. Das ist mega, oder? Wir sind die Ostwindreiter von Horse Riding Tales, Leute. Das sieht doch klasse aus. Schreibt mir mal in die Kommentare, wie findet ihr es? Ich bin... Es tut mir leid, Leute, dieses Video ist wieder ein bisschen Sandy, ne? Da ist die Sandy wieder komplett am Start, weil ich kann mich absolut nicht abregen, dass ich dieses Outfit bekommen habe. Und oh, hier ist wieder Amber. Hier ist wieder Amber. Und oh, hier ist ganz viel zu farmen. Was geht ab, Leute? Was geht ab? Eine Ewigkeit später. So, jetzt habe ich zu Ende gefarmt und jetzt habe ich gerade die Luna Diamond getroffen. Sie hat jetzt gerade schon geschrieben, hi Necrawl. Und ja, ich grüße dich recht herzlich, Luna Diamond. Es ist mega, mega cool, dass wir uns hier getroffen haben. Und sie hat eine wunderschöne... Sie hat eine wunderschöne Ausrüstung dran. Oh mein Gott. Sie hat eine wunderschöne Ausrüstung dran für ihre Stute. Das sieht wahnsinnig, wahnsinnig schön aus. Wenn du dieses Video siehst, kannst du mir in die Kommentare schreiben, wie dein Pferd heißt. Das sieht wahnsinnig schön aus. Ich glaube tatsächlich, das muss ich für meine auch machen. Weil das gefällt mir richtig gut, dein Outfit, Luna. Dann, Leute, was ist aber mit diesem ellenlangen Video von Horse Riding Tales? Falls euch das Video gefallen hat, würden wir uns natürlich über ein kostenloses Abo von euch freuen, über einen Like oder einen Kommentar. Und dann hoffe ich, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Danke fürs Zuschauen. Servus!